Hallo, ich bin momentan auf Helgoland. Ich denke, keinem deutschen und auch den wenigsten Schweizer und österreichischen Naturfotografen muss man groß erklären, was Helgoland ist. Helgoland ist eine Insel, die in der Nordsee liegt, nördlich von Hamburg. Ihr seht hier hinten ein Bild. Ich war heute Morgen draußen und wollte eigentlich das Video auch draußen machen, aber der Wind war brutal stark. Selbst an etwas windgeschützten Plätzen hat es gepfiffen und es ging überhaupt nicht von der Tonqualität. Deshalb bin ich jetzt hier drin und ich möchte euch einige Videos und Fotos von der Brutvogelkolonie und vor allem von den Vögeln zeigen, euch ein bisschen erklären, wie ich vorgegangen bin, was für Schwierigkeiten ich hatte und was für Tipps ich euch geben kann, falls ihr einmal auch hierher kommen solltet. Also lehnt euch zurück und viel Spaß beim Video. Das wirklich Coole an Helgoland ist für mich natürlich nicht die zollfreie und mehrwertfreie Ware, die man kaufen kann, sondern die unglaublichen Mengen an Vögeln, vor allem eben an Seevögeln, die hier brüten. Und gerade jetzt im Frühling, ja, sind sie genau am Brüten, das heißt, sie sind alle an den Klippen, denn im Sommer sind die ja wieder auf dem offenen Meer, also Basthölpel, Trottellummen und so weiter. Und das gibt einem einfach eine unglaubliche Gelegenheit, relativ nah an die Vögel ranzugehen, ohne sie dabei zu stressen. Also die stört das wirklich überhaupt nicht. Man ist nur durch eine Absperrung getrennt von den Vögeln, durch einen Zaun, wo man aber auch relativ gut durchfotografieren kann. Und das größte Problem ist tatsächlich, oder für mich zumindest, irgendwie die Vögel ein bisschen zu isolieren, dass man nicht ein Foto hat, in dem man einen halben Kopf vom Basskölb Tölpel noch irgendwo angeschnitten drauf hat oder eine zweite Trottellumme, wo nur das Hinterteil drauf ist. Und das war für mich wirklich eine Challenge, denn es ist eine Kolonie von Vögeln. Und hier habe ich ein, zwei Tipps. Zum einen hilft eine lange Brennweite relativ viel, finde ich, denn man hat einen engeren Blickwinkel, das heißt, man hat automatisch weniger links und rechts von den Vögeln noch auf dem Bild. Und eine lange Brennweite hilft natürlich auch, einen ruhigeren, unschärferen Hintergrund zu haben. Das heißt, selbst wenn mal ein Vogel noch entweder hinten dran oder vor eurem Motiv ist, solange der ein bisschen entfernt ist, stört das eigentlich kaum, finde ich. Je nachdem kann der Farbtupfer sogar gut aussehen. Und hier habe ich auch immer versucht, mich ein bisschen sozusagen an den Rand der Kolonie zu bewegen oder einfach die Vögel zu nehmen, die ein bisschen am Rand sitzen, in einer kleineren Dichte und nicht der Knäuel in der Mitte sozusagen, denn dann hat man zumindest in die eine Richtung beim äußersten Vogel eigentlich genug Spielraum. Eine andere Taktik, die sich für mich bewährt hat, sind natürlich Flugaufnahmen. Da sind sie einmal nicht in der Kolonie, man hat trotzdem noch häufig andere Vögel im Bild, aber das geht ein bisschen besser, fand ich. Und ich habe dann auch versucht, ein bisschen mit den Brennweiten zu spielen. Also ich habe bei weitem nicht nur mein 600 mm Blende 4 eingesetzt. Ich habe auch Weitwinkelobjektive mitgenommen, zum einen das 16 bis 35 mm Blende 4 und zum anderen das Samyang 24 mm Blende 1.4. Das habe ich dann allerdings auf Blende 2 abgeblendet benutzt, um einfach ein bisschen bessere Bildqualität zu haben. Aber was mich an diesem Objektiv eben reizt, ist, dass der Hintergrund sich doch merklich besser auflöst bei Blende 2 als bei Blende 4. Ich meine, das sind zwei volle Lichtwerte. Das ist wie wenn ich mein 600er bei Blende 4 verwende oder eben bei Blende 8. Gestalterisch fand ich es mit dem Weitwinkel auch nicht ganz einfach. Einerseits wollte ich eine tiefe Perspektive haben, auf Augenhöhe mit den Basthölpeln sein. Andererseits wollte ich eben vermeiden, dass man so eine harte Kante von Meer zu Himmel, also die Horizontlinie, durch den Basthölpel durchlaufen hat. Ich habe dann ein bisschen das eine, das andere versucht ein paar Kompromisse einzugehen und ihr seht hier die Resultate. Ja, ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Was meint ihr? Gelungen oder nicht? Schreibt es mir doch einfach offen und ehrlich in die Kommentare. Ich freue mich auch immer über Feedback. Eine weitere Herausforderung mit dem 24 mm war, dass es eben ein manuelles Objektiv ist, das keine Scharfstellung benutzt. Und gerade bei einer Offenblende 1.4 oder abgeblendet auf 2 hat man hier eine relativ kleine Schärfentiefe, was ja der Sinn ist. Aber das heißt, man muss den Fokus auch einigermaßen präzise setzen zumindest. Es ist natürlich noch viel angenehmer als ein Teleobjektiv. Was mir hier einfach geholfen hat, ist das Focus Peaking der F5.
Teilweise habe ich über das Display fotografiert, teilweise über den Sucher. Man kann es ja in jedem Fall einschalten und dann sieht man schon einmal grob, was ist scharf, und teilweise habe ich dann einfach den Ausschnitt mehr oder weniger gewählt. Also ich habe immer freie Hand fotografiert, dann reingezoomt mit der Lupentaste auf den Kopf des Basthölpels und dann noch eine Feinkorrektur gemacht, und so hat das eigentlich relativ gut geklappt. Das waren jetzt die beiden Extremen des Brennweitenbereichs, die ich mitgenommen habe. Ich hatte auch noch ein Telezoom-Objektiv dabei, das 70 bis 200er, und irgendetwas in die Richtung kann ich jedem von euch auch empfehlen, solltet ihr einmal gehen. Es kann auch ein 100 bis 400er sein, spielt nicht so eine Rolle, denn durch das Zoom, finde ich, ist man wirklich flexibler, wenn die Basthölpel anfliegen und dann auf einmal näher kommen. Oder man kann Fotos von den Basthölpeln normal machen, dann kann man etwas reinzoomen, Porträts machen, wieder rauszoomen, wenn zwei beginnen zu kämpfen. Oder ein bisschen zu streiten, kämpfen ist übertrieben und so weiter. Also hier habe ich das Zoom wirklich sehr geschätzt. Auch die kompakte, ja relativ kompakte Bauweise verglichen mit meinem 600er, dass man ein bisschen flexibler ist. Auf der anderen Seite habe ich trotzdem fast die meisten Bilder mit dem 600er gemacht, und das lag an der Freistellung. Der Hintergrund ist eigentlich nicht so ein Problem, das Meer ist immer noch relativ weit weg, und wenn es nicht gerade so windet wie heute, ist das auch relativ ruhig. Aber ich habe gerne versucht, noch ein bisschen so unscharfe Vegetation in den Vordergrund reinzubringen. Und das, finde ich, geht mit so einem Super-Teleobjektiv. Es muss nicht unbedingt das 600 mm Blende 4 sein. Irgendein lichtstarkes Super-Teleobjektiv geht hier doch deutlich besser als ein 70 bis 200er Objektiv. Ein, zweimal war ich auch froh, noch den 1,4-fach-Konverter dabei zu haben. Und das war eigentlich, wenn ich die Trottellummen fotografiert habe. Denn die waren erstens ein bisschen weiter weg, zweitens sind sie kleiner und drittens waren die nicht ganz so exponiert. Häufig waren sie ein bisschen weiter unten. Das heißt, man muss ein bisschen die Klippe hinunter fotografieren. Meiner Erfahrung nach ist das nicht so dramatisch. Mit dem Meer im Hintergrund fällt das nicht riesig auf, solange man es nicht übertreibt mit der Perspektive. Und hier kann eben mehr Brennweite helfen. Denn wenn ihr mehr Brennweite habt, heißt das auch mehr Abstand im Normalfall. Und durch diesen größeren Abstand ist der Winkel einfach nicht mehr ganz so steil. Ihr habt ein bisschen einen flacheren Winkel und dann fällt es nicht mehr so auf, dass ihr eine erhöhte Perspektive habt. Also ich war mit den Objektiven echt zufrieden, die ich mitgenommen habe. Wenn jetzt keiner mir gesagt hätte, ich kann ein paar Objektive mitnehmen, welche würdest du nehmen, hätte ich ein, zwei Abänderungen gemacht. Zum Beispiel hätte ich ein 400er 2.8 vorgezogen, einfach da ich das 600er in vielen Fällen schon too much fand. Und wie gesagt, mehr als diese 840 mm Brennweite habe ich bis jetzt nicht gebraucht, und die würde man auch quasi erreichen, wenn man einen 400 mm 2.8 nimmt und den Zweifachkonverter draufhaut. Falls ihr bessere Vogelfotos machen möchtet, und ich denke, wenn ihr diese Videos anschaut, dann ist das wahrscheinlich der Fall, dann schaut doch mal mein E-Book über Vogelfotografie an. Auf rund 140 Seiten gibt es Tipps über die Technik, die Einstellungen, Bildkompositionen und natürlich auch dem Verhalten in der Natur draußen. Das Buch ist für rund 20 Euro auf meiner Website erhältlich. Und abgesehen davon, dass ihr hoffentlich wirklich einen großen Fortschritt machen könnt in eurer Fotografie, würdet ihr auch meine Arbeit hier ein wenig unterstützen. Ich habe nun schon erwähnt, dass ich die Blende meistens eher geöffnet hatte, aber wie gesagt, lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr ein 150 bis 600 mm habt oder ein 100 bis 500er mit Offenblende 6.3 oder 7.1. In den allermeisten Fällen kann man auch wirklich damit sehr viel erreichen, und vielleicht sollte ich auch manchmal ein bisschen mehr abblenden, würde bei den Porträts vielleicht für etwas mehr Schärfentiefe helfen. Ich vergesse das dann manchmal selbst. Wenn wir auf die Verschlusszeit schauen, klar, für Porträts braucht ihr nicht eine extrem kurze Verschlusszeit. Ich würde euch trotzdem hier raten, stellt lieber ein bisschen was Kürzeres ein, als ihr denkt, dass ihr braucht. Denn auf einmal eben geht Action ab, der eine Basthölpel streitet sich mit dem anderen, oder das Pärchen am Basthölpel, die putzen sich gegenseitig, ist extrem süß, und dann braucht man dann doch ein bisschen eine kürzere Verschlusszeit. Hingegen für Flugaufnahmen müsst ihr dann gar nicht mehr so viel verstellern, fand ich. Also die Basthölpel, gerade wenn so viel Wind ist wie heute, dann gleiten die so richtig umher und fliegen zumindest am Schluss von dem, kurz bevor sie landen, überhaupt nicht mehr schnell. Also ihr seht in diesem Clip, das ist Originaltempo, das ist nicht Zeitlupe oder so. Das heißt, da reicht auch eine 800stelsekunde gut aus, dass ihr immer noch relativ viel scharfe Bilder mit nach Hause bringt. Ihr seht, der Wind kann Vorteile haben, er hat aber auch Nachteile. Zum einen wirkt das Meer nicht mehr so ruhig im Hintergrund, kann je nachdem ein kleineres oder größeres Problem sein. Das Handling mit den Objektiven ist etwas schwieriger, gerade mit den Super-Tele-Objektiven, die so eine riesen Sonnenblende haben. Das ist halt einfach irgendwie ein Windsegel praktisch, das ihr da mitschleppt.
Also, obwohl ich normalerweise ein sehr großer Fan von diesen Sonnenblenden bin, hier habe ich sie abgenommen, bewusst, und dann einfach ohne fotografiert Freihand. Denn hier habe ich mich dann auch nicht mehr groß, also das Bild, sobald ich mir eigentlich mal einen Platz gefunden habe für Flugaufnahmen und vor Ort war, wenn ich nachher mich wieder herumbewegt habe und dann durch die Vegetation durchfotografiert, dort habe ich dann die Sonnenblende doch wieder drauf, einfach als, ja, als Schutz. Wenn ihr auf Stativ fotografiert, kann ich euch wirklich nahelegen, schaut, dass das Stativ stabil ist, hängt vielleicht noch ein bisschen Gewicht, wie zum Beispiel den Rucksack unten dran, dass es noch stabiler wird, und ich würde es ehrlich gesagt nicht unbeaufsichtigt lassen. Es kann sein, dass der Durchschnittswind gar nicht so schlimm scheint und auf einmal kommt eine Windböe und das ist das Letzte, was ihr wollt. Wie ihr wisst, fotografiere ich ja sehr gerne bei bewölktem Wetter. Hier habe ich aber gemischte Gefühle, was das bewölkte Wetter angeht, denn häufig ist dann halt das Meer auch nicht mehr so schön blau, weil sich der blaue Himmel nicht mehr darin spiegeln kann. Die ideale Lichtsituation ist für mich so, ich habe eine Wolke genau zwischen der Sonne und meinem Motiv und der Rest ist wolkenlos. Und dann hätte ich das schön blaue Meer und einen relativ weichen Kontrast. Aber das ist Wunschdenken, das passiert relativ selten. Und was ich dann eher versucht habe, ist halt entweder nicht gegen das Meer zu fotografieren, wenn es so gräulich ist, oder sonst wirklich das schöne Morgenlicht zu nutzen, wenn das Meer wirklich blau ist und die Kontraste noch nicht zu stark. Ich würde mich wirklich auch freuen über das Abendlicht, denn das letzte Mal habe ich nicht so viel mit Gegenlicht gemacht. Und da hätte ich schon noch einige Bildideen, aber das Problem war, gestern und vorgestern war es am Abend sehr stark bedeckt bis regnerisch und ich habe auch heute nicht extrem hohe Hoffnungen. Aber mal schauen, ich werde es sicher noch versuchen. Und ich bedanke mich bei euch schon einmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal oder gebt mir sogar ein Super Thanks, das würde mich natürlich noch mehr freuen und mir eben helfen, diese Videos zu machen, denn sie brauchen doch etwas Zeit, selbst wenn man sie nicht dreimal hintereinander drehen muss. Und ja, zum Abschluss zeige ich euch einfach noch einige Videos und Fotos. Ich hoffe, ihr könnt zurücklehnen und entspannen und diese genießen.